In diesem Beitrag geht es um einige Hinweise auf eine soziale Phobie. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen, und das in Berlin und online. Die Sozialphobie, auch soziale Angststörung genannt, ist eine Form der Angststörung, die in sozialen Situationen Angst und Furcht auslöst. Menschen, die an dieser Phobie leiden, haben Schwierigkeiten, mit anderen zu reden, haben Schwierigkeiten, andere neue Menschen kennenzulernen, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben Angst vor anderen, verurteilt oder in irgendeiner Form kritisiert zu werden. Diese Menschen wissen, dass diese Ängste irrational sind, doch sie fühlen sich machtlos. Sie wissen nicht, wie sie das Ganze überwinden sollen, wie sie damit umgehen sollen. Soziale Angst unterscheidet sich von Schüchternheit. Schüchternheit kann das Sozialleben, die Bildung, die Arbeit erschweren. Doch sie beeinträchtigt das Leben nicht in demselben Maße wie soziale Angst. Soziale Angst ist hartnäckig, ist überwältigend, kann alltägliche Aktivitäten, beispielsweise ein Gespräch mit neuen Bekanntschaften, maßgeblich beeinträchtigen. Unabhängig davon, welche Art von sozialer Angst Sie haben, ist es wichtig, dass Sie sich dem widmen. Einfach deshalb, weil diese Art von Angst Ihre Lebensqualität ziemlich beeinträchtigen kann. Soziale Angst ist mehr als Schüchternheit. Das ist schon eine Schwierigkeit, weil das Umfeld genau davon ausgeht. Es ist eine Angst, die nicht verschwindet und alltägliche Aktivitäten, das Selbstvertrauen, Beziehung, das Berufsleben und die Bildung beeinträchtigen kann. Das mag von außen nicht sofort zu erkennen sein. Entsprechend machen die Menschen im Umfeld gut gemeinte Empfehlungen. Trau dich, mach einfach, wird schon. Nur Betroffene sehen das vollkommen anders. Ja, viele Menschen machen sich gelegentlich Sorgen über soziale Situationen. Doch jemand mit sozialer Angst ist vor, während und nach diesen Situationen übermäßig besorgt. Sie könnten unter sozialer Angst leiden, wenn Sie sich über alltägliche Aktivitäten wie das Kennenlernen neuer Bekanntschaften, das Anbahnen von Gesprächen, Smalltalk, das Telefonieren, das Arbeiten, das Einkaufen, all diesen Dingen Sorgen machen. Sie haben andauernd Angst davor, etwas zu tun, das ihnen peinlich sein könnte. Erröten, schwitzen oder inkompetent wirken. Es fällt Betroffenen oft sehr schwer, Dinge zu tun, wenn andere sie beobachten. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass sie ständig beobachtet und beurteilt werden. Sie verursachen soziale Situationen, die aus ihrer Sicht irgendwie eigenartig sind. In Wirklichkeit nehmen alle anderen das als ganz normal wahr. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich so unter Druck unterwegs bin, möglicherweise auch ein eigenartiges Verhalten an den Tag lege, durchaus höher. Also eine self-fulfilling prophecy. Soziale Aktivitäten wie Gruppengespräche, Gruppenarbeit, gemeinsames Essen und Treffen mit Freunden, das wird vermieden, es wird bestenfalls durchlitten. Sie vermeiden den Augenkontakt. Sie haben Angst, von anderen kritisiert zu werden. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl. Sie haben vielleicht auch körperliche Symptome wie Schwitzen, Zittern oder Herzklopfen. Einige haben sogar Durchfall. Mitunter haben sie auch Panikattacken, bei denen sie ein überwältigendes Gefühl von Angst und Unruhe verspüren, das in der Regel eigentlich nur wenige Minuten anhält. Nur es wird als äußerst bedrohlich wahrgenommen. Menschen mit einer sozialen Angststörung haben oft weitere seelische Probleme wie Depressionen, generalisierte Angststörungen, Panikstörungen. Wichtig: Wer den Eindruck hat, möglicherweise unter einer sozialen Phobie zu leiden, sollte körperliche Ursachen durch medizinische Untersuchungen ausschließen und sich dann geeignete therapeutische Unterstützung suchen. Das Leben ist viel zu kostbar, um es sich von Ängsten einschränken zu lassen. Vielleicht gibt es ja Selbsterfahrungen mit sozialen oder anderen Ängsten, Fragen oder andere respektvolle Kommentare. All das ist willkommen. Es ist gut, wenn wir uns austauschen, wenn wir Betroffenen und Angehörigen Mut machen. Und wenn es Interesse gibt, dann beantworte ich hier auch Fragen, die für alle von Interesse sind. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.